herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum wunderschönen Sonntag. Und was heißt das? No. Ja. Gewinnspiele! Gewinne! Ihr könnt was gewinnen! Yay. Ja, wie angekündigt, wir hatten ja jede Menge Giveaways bekommen von den Ausstellern. Und heute fängt das erste große Gewinnspiel an. Mit dem kleinen Bundles und was da drin ist, werden wir zeigen. 5 Pakete haben wir in diesem Fall, 5 Sachen, die wir verlosen können. Sprich, 5-mal gibt es einen Gewinner, der jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, habe ich das gerade recht? Ja, 3, 5, 7. Aber egal. 1, 2, 3, 7. 6. Oh. Also bis 7 hab, ist halt schwer. Aber ich habe die Karten mehr gezählt. Ja, ist okay, aber 7 ist schon schwer. Oh Gott, ja, tut mir leid. Mein Gott. Egal. Was soll man sagen? Wie gesagt, 5 Bundles mit dem gleichen Zeug. 5 Gewinner kann es geben. Um was in den Bundles drin ist, werden wir euch jetzt zeigen. Und zwar fangen wir an. Oh. Ich zeig's euch mal ganz kurz so ein bisschen. Mal erkennen tut's mal jetzt nicht wirklich. Es ist so wie so eine Art Bandana. Ein Tuch, das man für alles benutzen kann. Hier sieht man, weiß nicht, ob man das vielleicht hier oben drauf so ein bisschen sieht. Doch ein bisschen so für Kopf, für Hals. Was haben wir hier dann noch für die Stirn? So ein Ganzkopfding, so ein Stirnband als Haargummi, als Armdingens und als Mütze. Mhm. Weiß zwar nicht, wie man ein Tuch hier eckig als Mütze benutzen kann, aber es funktioniert anscheinend. Das zumindest klappt. Ist das da drauf. Auf jeden Fall, die Firma Crytek hat uns das spendiert und das nicht nur eins, sondern ganz viele. Oh ja, ganz sehr, ein sehr geschlossenes viel. Paket sogar. Genau. Das haben wir sogar noch selbst offen. 50 Dinger oder so drin oder ja. Was weiß ich, wie wir da drin waren. Ja, das ist quasi drin von der Firma Crytek, da haben wir auch von der Firma Crytek, das was quasi dazu gehört. Arena of Fate sind dann Codes, Beta-Codes, die man quasi auch an 4 Freunde noch weitergeben kann, also kann quasi 8 Codes in das ungefähr, kann man sagen, mit denen ihr noch mit weiteren Leuten spielen könnt und da könnt ihr wirklich zocken, die Beta spielen, gibt euch wirklich das Spiel Warface mal und Arena of Fate einfach mal geben, aber nur Arena of Fate könnt ihr anspielen, Warface müsst ihr euch so holen. Aber Crytek, danke, dass ihr uns das gegeben habt. Oh ja, herzliches danke. Dankeschön dafür. Mhm, also wirklich cool. Und dann geht's weiter mit... Ja, mit Gigantic von Motiga. Hier haben wir ein echt geiles Halsband, wollte ich schon sagen. Ein Schlüsselanhänger mit Bändchen dran, wo dann eben Gigantic eben drauf ist. Kann man jetzt so spiegelverkehrt jetzt nicht unbedingt lesen, aber hinten drauf dann Motiga. Und ist einfach... so ganz normale Schlüssel Halterungsdings, Aufmachdings. Ja, und des Weiteren folgt Gigantics, na? Auch wieder ein Bandana-Tuch. Mhm. Da sind auf der Gamescom ganz viele damit rumgelaufen, muss das ich stimmt. sagen. Die haben sich, da war einer, da habe ich gleich lachen müssen, der hat sich damit voll zugekleistert. Der komplett voll, da gab keine Hautstelle, wo kein so ein Tuch drum rumbunden war. Also es war schon... sehr lustig. Ja, auch vielen Dank an Gigantics, ja. Die uns das gesponsert haben und natürlich auch das Video sehen, natürlich. Die ganz groß unbedingt das Video sehen wollen, ihr werdet es auch sehen. Ja. Danke vielmals für das ganze Zeug. Die zwei Firmen werden auch in öfteren Gewinnspielen drankommen, also von daher vielen Dank euch zwei. Und da kommt noch als letztes von Dreadnought, wenn ihr das Spiel kennt, wenn ihr es nicht kennt, schaut einfach mal vorbei. Einfach unten in der Videobeschreibung sind die Spiele auch verlinkt, dann könnt ihr die auch mal anschauen, wenn ihr sie nicht kennt. Ist einmal ein Halsband, diesmal ein schön rot, wo Dreadnought draufsteht, dass ihr es auch seht. Dreadnought. Und was passiert, wenn man drückt? Wir drücken. Es leuchtet, sind LEDs drin. Ui! Geil, eigentlich die coolsten Halsbänder, die es auf der Gamescom gab. Also ja. Und davon haben auch Tausende gekriegt. Oh, da haben wir da viele mitbekommen. Ja. Also von der voll cool von der Firma und gleichzeitig von der Firma noch T-Shirt. T-Shirt zwar nicht von Dreadnought, sondern doch das war von Dreadnought. Doch Dreadnought T-Shirt, wo ihr gewinnen könnt von dem Spiel. Also wirklich cool. Das Größe sind glaube leider nur Einheitsgrößen. Genau, also unterschiedliche Größen gibt es leider gar nicht. Von daher könnt ihr aber gewinnen. Schaut einfach das Spiel an, war eigentlich ziemlich cool, haben wir auch angezockt.
Schlachtschiffen, das andere Schlachtschiffe zerstören. Ja. Ist aber was anderes mal wieder. Aber es war cool. Und auf jeden Fall der Aussteller und die ganzen Leute waren echt ziemlich freundlich und haben uns gleich geholfen und haben uns gleich hier gesagt, hier kriegt ihr. Dreadnought hat uns so viel mitgegeben, das war eine der ersten Firmen, die wir angefragt haben, dass wir gleich von Anfang an so viel hatten. Wir hatten über 35 T-Shirts, die plötzlich so... Und dann noch so 30 solche Schlüsselbänder. Genau. Es war viel. Es war viel. Auf jeden Fall danke dafür. Das ist das große Bundle. Danke an Crytek, an Gigantics und an Dreadnought. Danke wirklich für das Ganze. Und das könnt ihr gewinnen. Und wie ihr da teilnehmen könnt, werdet ihr ganz einfach wieder abonnieren. Beide Videos auf beiden Kanälen, wie beim alten Gewinnspiel. Link unten in der Videobeschreibung vom anderen Video. Einfach unten gucken. Dann auch liken, ist natürlich wichtig. Wichtig ist auch einen Kommentar wirklich schreiben. Schreibt, seid mal kreativ und schreibt uns, besser gesagt, unter beide Videos, warum ihr gerne gewinnen möchtet. Und seid ein bisschen kreativ, denn dann können wir was raussuchen oder wir ziehen wieder, je nachdem. Und nicht nur einfach schreiben, ich mache mit, das ist ein bisschen langweilig. Ja, war ein bisschen, man hat halt gemerkt gehabt, dass die Leute angezogen worden sind, weil es Gewinnspiele gibt. Klar, es war uns bewusst, aber es waren manche... Ich will Black Ops 3 Beta haben. Genau. Das waren so richtig so kreativ und macht einfach mit. Und ja, dann könnt ihr gewinnen. Ende ist dann das Gewinnspiel eine Woche drauf, am Samstagabend ungefähr. Ist das Gewinnspiel Ende und am Sonntag kommt wieder ein neues Gewinnspiel. So wird das dann die nächsten Wochen ablaufen. Und wenn ihr gewonnen habt, schreiben wir euch an. Ihr müsst uns eure Adressen schreiben, ihr kriegt das Paket zugeschickt und natürlich werden die Adressen gleich vernichtet, damit keiner daran kommt, dass ihr das Paket auch erhaltet. Wird er dann gleich am Montag, Dienstag, je nachdem versendet und ihr kriegt das dann auch. Das Ganze, was wir euch jetzt gerade gezeigt haben. Ich hoffe, das gefällt euch und macht auch fleißig mit, teilt das Video, dass auch viele Leute mitmachen können. Umso mehr können wir dann raushauen auch. Und ja. Und man muss es halt so sehen, umso mehr Leute das Video jetzt anklicken, umso mehr das gepromot wird, umso mehr bekommen wir natürlich auch wieder von den Firmen als Dankeschön für weitere Giveaways gesendet. Motiga zum Beispiel will unbedingt das Video sehen und will das auch weiterhin teilen. Dankeschön dafür, einen Daumen hoch für diese Hilfe. Und ja, dann würde ich sagen... Genau, schaut die ganzen Spiele unten an. Schaut da wirklich mal an, die Aussteller sind echt cool. Und ja, wir sehen uns im nächsten Gewinnspiel. Bis dann. Ciao.